Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Toshi wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen uns heute mal wieder den Great Vault angucken. Diesmal mit insgesamt 6 Chars müssten es sein. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit meinem Main. Und zwar will ich mit dem irgendwas in die Richtung Wildheit rauskriegen oder Tank. Naja, wohl Tank Trinket will ich jetzt nicht unbedingt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ich brauche unbedingt Schuhe. Oder, ja, einen Gürtel würde ich auch nehmen. Und was kriegen wir raus? Wir haben Schultern drin. Was habe ich denn da mittlerweile? Ich habe 3 83er Schultern. Ja klar, ich könnte, die wären natürlich besser. Die könnte ich in den Katalysator packen, upgraden. Ich nehme aber tatsächlich die Marken. Denn mir geht es hauptsächlich mit dem Char darum, das Set voll zu kriegen. Das Mythic Set. Und dann nehme ich, glaube ich, lieber die Marken und grade dann noch eine Brust ab oder Schuhe, wenn ich sie kriege, oder das brauchen wir noch, eine Taille. Ne, dann nehme ich lieber ein paar mehr Marken mit und gut ist. 45 habe ich, da brauche ich, glaube ich, eh noch ein paar. Gut, dann machen wir das so und lassen das Ding drin. Klar, langfristig wäre es ein Item-Upgrade, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Mir geht es ehrlich gesagt mehr ums T-Mox. So, also, das holen wir uns jetzt in dem Fall. Dann können wir hier schon mal umloggen. Und zwar auf meinen Worry, mit dem ich versuche, diese Legendary-Waffe zu holen. Also hier. Und diesmal machen wir das Ganze im One-Take. Und wir loggen mal die Accounts jetzt so durch. Also hier haben wir einmal den Hexenmeister. Mit dem war ich letzte Woche im LFR. Ne? Mit meinem Worry bin ich da mitgelaufen. Und was haben wir hier drin? Wir haben Schuhe drin, die ich schon habe. Und ich habe auch schon bessere abgegradete. Heißt, dann werden wir wohl hier auch die Marken nehmen. Eventuell können wir die nochmal für irgendwas anderes gebrauchen. Also, dann packen wir die hier mit ein. Gut, dann können wir jetzt noch, können wir jetzt hier bei dem Demon Hunter nachgucken. Der war auch im LFR. Der müsste auch einen Teil drin haben. Vielleicht kriege ich ja mal eine Gleve oder so. Das wäre ganz gut. Was haben wir? Da haben wir ein Lederteil, was ich noch nicht vom T-Mog habe. Okay, das holen wir uns mal. Und das kann ich theoretisch noch auf Normal-Modus upgraden. Und hab dann quasi 2 T-Mox. Jetzt muss ich bloß schnell schauen, ob der ein paar Marken hat. Naja, gut. Was brauche ich denn da? Ich brauche quasi Welpen und dann 15 von den Drachendingern. Also es müsste eigentlich reichen, ne? So, wo haben wir jetzt die Teile? Was waren das hier? Hände. Ende. Warte mal, jetzt legen wir sie erstmal an. Okay. So, also das graden wir jetzt auf 5 ab. Und dann haben wir jetzt dementsprechend die Dings-Version hier. Wobei. Wisst ihr was? Ich könnte jetzt hochfliegen und die in den Katalysator packen. Oder, ich glaube, ich habe genug Flugsteine, oder? Ja, ich habe einen Haufen Flugsteine. Die einen sind ja auch dasselbe Base-Item. Jetzt hier kostenlos, die quasi reinzupacken. Oder halt zumindest kostet es keine Wappen, ne? Jetzt kann ich die auch mit ein paar Flugsteinen upgraden. Dann muss ich nicht hochfliegen. da siegt die Faulheit. Okay, also den hätten wir auch. Hier kann ich jetzt noch umloggen. Und zwar war ich auch mit einem Hunter unterwegs. Da können wir jetzt dann auch gleich nochmal gucken. So, dabei sind wir jetzt hier noch auf dem Worry. Und gucken mal, was wir da Schickes drin haben. Eventuell ist ja auch was fürs T-Mog dabei. Was habe ich den eingestellt? Und gut, der ist auf Schutz. Wir haben Schuhe, die ich schon habe. Also, das können wir nicht gebrauchen. Schauen wir mal, Item-Level technisch sind die auch schlechter. Holen wir uns hier auch die Marken. Ich hoffe, dass noch das ein oder andere bei den anderen Chars dabei ist, ne? So, okay. Was haben wir denn dann noch? Also, den Worry hatten wir. Hier, da haben wir noch einen Hunter. Mit dem müsste ich auch einen LFR-Slot haben. Und danach haben wir noch einen Hunter. Mit dem war ich aber nicht im LFR, sondern habe PvP gemacht. Und da müssten wir ein bisschen PvP-Gear rauskriegen. So, der hat einmal, oder sie, ist ja ein weiblicher Char, hat einmal Schultern. Die kann ich sogar brauchen, wunderbar. Und eventuell habe ich mit, na doch, mit der müsste ich Marken haben. Die können wir dann nämlich auch upgraden. Da oben
Schultern. Und da machen wir dann dasselbe, oder? Die hat wahrscheinlich auch ein paar Flugsteine rumliegen. Dort, ja, seht ihr, Cap, 2k Flugsteine, easy. Eisch, dann gehen wir jetzt her. Graden das Teil hier auf 5 ab. Hab so richtig viele Marken. Und dann nehmen wir jetzt die Schultern, just for fun. Und machen sie auf 5, kostet ja nichts. Gut, haben wir da auch wieder zwei Temok-Teile rausbekommen. Wunderbar, da geht's doch langsam voran. So, und jetzt haben wir noch den allerletzten Char. Das ist hier mein anderer Hunter. Und mit dem war ich ein bisschen im PvP unterwegs. Der hat ein paar Slots hier zur Auswahl, oder müsste ein paar Slots zur Auswahl haben, was PvP-G angeht. Und jetzt gucken wir mal. Also ich habe einen Kopf zur Auswahl, Schuhe und einen Ring. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also es wäre vollkommen egal, was ich nehme, ne? Also fürs PvP-G brauche ich eigentlich jetzt großartig nichts mehr. Temok-technisch wäre es quasi Kopf oder die Schuhe, und die Schuhe würden Item-Level technisch jetzt noch mehr bringen. Dann nehmen wir jetzt die Schuhe und ich packe sie dann auch in den Katalysator rein, dann kriege ich nämlich nochmal einen T-Mog. So, also die Schuhe nehmen wir und dann flattern wir mal kurz nach oben. Die ganzen PvP-Teile kann man nämlich, wie die normalen Items, auch alle in den Katalysator packen, und die haben nochmal eine zusätzliche ID. Die sehen natürlich dann genauso aus, ne? Aber gibt nochmal eine extra ID. Heißt, ja, für PvP ist es dann meistens nicht so gut, weil ihr seht, auf diesen PvP-Teilen hat man relativ viel Versa drauf, was man ja auch für PvP haben will. Und wenn man die jetzt in den Katalysator packt, dann ist meistens im Verhältnis nicht mehr so viel Versa drauf. Und dementsprechend, ja, willst du eigentlich deine PvP-Sachen nur deine 4 quasi Tierslots umtauschen und den Rest im Optimalfall nicht. Aber gut, ich bin mit PvP durch mit dem Char, seht ihr, da ist gar kein Versa drauf. Aber es gibt nochmal ein neues T-Mog. Juti, das machen wir jetzt noch und dann sind wir jetzt tatsächlich durch. Ein paar Teile hat es wieder gegeben. Und ja, wenn ihr wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekriegt habt. War irgendwas Brauchbares dabei fürs Gieren oder auch für T-Mog? Habt ihr irgendwas Schönes gezogen? Und sonst sehen wir uns dann im nächsten Opening-Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.